Hi Leute, hier ist Birgit vom Aikara-Kanal und wir haben ganz, 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 ganz tolles Wetter. Es ist richtig schön sonnig, es ist absolut windstill und ich habe mir gedacht, das ist der richtige Tag, um euch mit durch den Garten zu nehmen. Und ja, lasst uns losgehen. So, dann wollen wir mal wandern. Das ist hier ein Stück vom Vorgarten. Der Flieder blüht, das heißt auch wir haben hier jetzt voll Frühling. Es wächst und gedeiht seit ungefähr 2, 3, 4 Wochen höchstens, weil hier dauert das immer ein bisschen länger, bis es anfängt. So. Ein bisschen Gemüse, das ich vorgezogen habe, das endlich raus kann jetzt aus dem Haus. Es ist warm genug und jetzt wartet es natürlich drauf, eingepflanzt zu werden. Da haben wir ein paar Tomaten, Kopfsalat, Spitzkohl, Mangold, dann haben wir hier Spargelsalat und Kohlrabi, Sellerie, Pak Choi, der muss auch unbedingt in den Boden, roter Mangold, Federkraut und ein paar Sellerieknollen. So, wenn wir jetzt hier reingehen, dann wird das hier der Gartenbereich Hortus Hummelpuschel. Meine Enkeltochter wollte gerne einen kleinen Gartenbereich haben mit Gemüse. Hier stand bis vor einigen Wochen noch alles voller Brennnesseln. Voller Ampfer. Das haben wir weggemacht. Jetzt wird hier das Gemüse gepflanzt. Und dann schauen wir mal, ob es wächst. Das ist der Apfelbaum. Da hinten auch die Apfelbäume. Gehen wir mal hier rum. Überall die Wurzeln. Die liegen noch quer, kreuz und quer, weil die Kinder ständig damit spielen. Und hier müsste mal Wasser nachgefüllt werden. Oh, da haben die Kinder auch wieder Blumen versenkt. Ja, die sind eben halt noch klein. Die wollen immer mitgärtnern und da machen die schon mal viele Sachen zwischendurch, die ich da nicht so gut finde. Aber sie lernen das Gärtnern und sie entwickeln Spaß und Freude. Dann haben wir hier die ganzen Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren. Die Karden vom letzten Jahr stehen auch noch. Die müsste ich auch mal langsam runternehmen. Hier ein Hügelbeet. Das ist der neue Wohnort für die Kürbisse und die Zucchinis. Moin! Ich habe hier erstmal überall Wege gemäht, damit man auch gut laufen kann. In diese Ecke da hinten soll ein Insektenhotel. Hier haben wir dann noch ein kleines Beet. Da stecken die Erbsen drunter. Ich bin ja mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis die auch hier aus dem Boden kommen. Und die Stachelbeeren, die kommen auch so langsam. Und jetzt geht's gleich ab in die Wildnis. Der Wiesenkerbel blüht. Das freut die Insekten. Oh, das duftet herrlich.
Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo immer mehr Gänseblümchen kommen. Und die Maulwurfshügel natürlich auch. Die habe ich schon so oft weggemacht. Immer wieder da. Die wilde Kardenecke. Überall Karden. Weiße Karden. Eine verblühte Karde, die ihren Samen auswirft. Die Karden blühen wachsen zweijährig. Im ersten Jahr bildet sich die Rosette und im zweiten Jahr kommt dann die Blüte. Und schon geht's in den Bereich der Butterblumen. Und ab hier tut sich dann immer weniger. Da ist nicht mehr viel an Pflanzen zu sehen. Das heißt, der Boden ist sehr kiesig und es ist hier äußerst trocken. Eigentlich die richtigen Bedingungen, um hier eine Hotspot-Zone einzurichten. Das habe ich mir jedenfalls so gedacht. Mal schauen, was die Digitalis machen. Die wachsen nämlich hier. Es war hier mal ein Mooswäldchen. Postelein. Und da ist die erste Digitalis. Und da wachsen noch viel, viel mehr. Und ein Holunderstrauch. Ein neuer, frischer, kleiner. Und noch eine. Noch ein kleines Bäumchen. Hier hinter absolute Wildnis. Alles schön eingezäunt, damit die Kinder nicht ins Wasser fallen. So, weiter geht's. Eine Ente. Von innen alles leer gefressen. Wer mag das wohl gewesen sein? Hoffentlich haben sie die nicht von irgendeinem Nest geholt, das die gebrütet hat. Schade. Im Uferwäldchen. Da ist das Wasser. Herrlich ruhig ist es hier. Hier kann man ganz, ganz toll sitzen. Geschützt von den Bäumen. Ebereschen. Da lugt die Sonne durch. Den Durchgang habe ich zugemacht, damit die Ponys hier nicht reingehen und weglaufen, weil zwischendurch habe ich die nämlich hier zum Weiden, damit die das Gras kurz halten. Mal ein Stückchen durch den Wald laufen, durch den kleinen Mini-Streifen. Der Wiesenkerbel,
eine rote Haselnuss. Einmal ducken. Da sind wir im Schatten. Ja, ich könnte hier mal ein bisschen freischneiden, damit wir hier auch durchlaufen können. Weil am Dienstag kommt der Henry mit seiner Frau aus dem Hortus Creationis. Der Henry hat übrigens auch einen Kanal, das verlinke ich euch unten drunter. Dann könnt ihr auch da mal reinschauen. So, weiter geht's. Gleich kommen wir auch wieder an meine künstliche Barriere für die Ponys. Mit Stöckern, mit Brombeerranken, damit die auch ja nicht, die Kinder natürlich auch, hier runterlaufen. Das hier wird übrigens mein Wassergarten, habe ich so beschlossen. Alles, was feuchtigkeitsliebende Pflanzen sind, die möchte ich so nach und nach hier ansiedeln. Ob Ihnen das dann gefällt, keine Ahnung, wird sich zeigen. Und dieses Stückchen hier, da kann man herrlich eine Bank hinstellen, vielleicht sogar ein bisschen überdachen. Die beiden Pfähle zum Überdachen stehen da schon, da ist der Zaun dran befestigt. Und dann hat man natürlich einen herrlichen Ausblick, kann herrlich von hier aus arbeiten. Ganz, ganz toll. Vielleicht schreibe ich dann regelmäßig von hier aus meine Blogartikel. Und das ist der ganze See. Der ganze See gehört allerdings hier nicht zum Grundstück, sondern nur ein ziemlich großer Bereich von hier nach hier rüber. Und das andere teilen sich noch zwei andere Eigentümer. Hier geht's bergab. Herrlich satt und grün alles. Ach, ist schön hier zu leben. Da braucht man gar nicht extra in Urlaub zu fahren. So, und jetzt gehe ich meine Gartenhelfer besuchen und nehme euch mit. Ein kurzer Schwenk über die naturbelassenen Weiden. Die werden einmal im Jahr geschleppt und dann kommen eventuell die Ponys drauf. Allerdings ist das zu groß für die drei Ponys. Ich hätte gerne noch ein paar andere Pferde hier. Naja, vielleicht findet sich auf Dauer ja jemand, der hier sein Pferd unterstellen mag. Dann zeige ich euch erstmal hier, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar jede Menge Wurzeln. Irgendwas hat unser Nachbar in seinem Garten verändert. Und da waren die ganzen Wurzeln im Weg. Und dann hat er gefragt, ob ich die alle haben möchte. Da habe ich gesagt, ja, na klar. Weil das ist natürlich toll. Da kann man auch so eine Art Hotspot-Zone rausmachen. Habe ich jedenfalls vor. Und überall die passenden Pflanzen reinsetzen und natürlich den Boden erstmal befreien. Die ganzen Brennnesseln, das ganze Gras muss dafür ja weg. Und dann ist das natürlich ein toller Unterschlupf für die Tiere und ist natürlich herrlich warm im Sommer. Da bin ich mal gespannt, wer das alles in Zukunft nutzen wird. So, noch eine rote Haselnuss. Vorne habe ich auch noch welche stehen zum Einpflanzen. Die peppel ich auch schon ein paar Jahre größer, damit die hier nicht untergehen. Und hier sind die Brennnesseln auch gewachsen. Wahnsinn! Aber das macht nichts, weil bald ist erstmal Brennnesselernte zum Mulchen.
für die Nutzpflanzen im Hortus Hummelpuschel. So, das sind noch mal jede Menge. Oh, das sieht bestimmt schön aus, wenn das mal fertig ist. Alles einzelne Projekte. Die dauern natürlich und dauern und dauern, weil ich mache das mit dem Garten ganz, ganz, ganz alleine. Das ist selten, dass ich da mal Hilfe habe. So, jetzt gehe ich die Ponys suchen und nehme euch natürlich mit. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ja, da können wir gleich hingehen. Ich sehe nämlich gerade auch, dass die Bibernellrosen anfangen zu blühen. Ein Blütenmeer und ein Ableger. Kann man es sehen? Ja, glaube ich schon. Das ist nämlich toll. Da freut sich der Henry. Ich weiß nämlich, dass der Henry zu wenig Wildrosen hat. Und da gebe ich ihm doch gerne was ab. Wilde Stachelbeeren. Die habe ich auch gefunden und dann hier reingesetzt. Stehen hier auch schon ein paar Jahre. Da ist die erste richtig schön. Winnie, Winnie Schätzelein. Die kommen jetzt alle, weil die denken, die kriegen von mir Leckerchen. Ich hab nichts. Du hast genug zu fressen hier. Heute Abend wieder gibt's Leckerchen. Jetzt habe ich nichts. Oh, die ganzen Fliegen. Hm? Na, Josie, kleine Maus. Ja. So, jetzt geht wieder fressen. Die Süßen. Ach ja, übrigens, dieses Stück hier, da kann man auch einen herrlichen Gemüsegarten von machen. Genauso wie Stück. Wer also Lust hat und etwas für sich anbauen möchte, der kann sich herzlich gerne bei mir melden. Und hier ist auch noch ein Wiesenstück, das man super gut nutzen kann. Vielleicht auch für einen Gemüsegarten. Kann man auch super nochmal in zwei Teile teilen. Also, wer Interesse hat, melden. Alles viel zu viel für mich alleine. Also nochmal, bitte melden, wenn jemand Interesse hat. Das ist das nächste Projekt. Das wollte ich eigentlich schon im letzten Jahr, aber dann musste ich plötzlich ins Krankenhaus. Auf jeden Fall liegt mir das natürlich ganz besonders am Herzen, weil ich das schon so lange machen wollte. Wenn ich dann fertig bin mit vorne mit dem Hummelpuschelgarten und das Gemüse soweit gepflanzt ist, ich die Brennnesseln als Mulch geschnitten habe, das Klettenlabkraut beseitigt ist, weil das wuchert auch kolossal, und der Ampfer gestochen ist, nach dem Motto erst das Wichtige, dann das Grobe, dann das Feine und dann das Schöne. Oder wetterbedingt das Schöne zwischendurch, weil es muss ja auch alles Spaß machen. Sonst verliert man die Freude. Ja, wie gesagt, das ist dann mein nächstes Projekt. Und jetzt ein Schwenk rüber. Hier auch nochmal jede Menge Wurzeln. Das hatte ich so schön frei gemacht, um hier eine Hotspot-Zone einzurichten. Ja, und dann kam ich ins Krankenhaus und dann, zack, dann war es das im letzten Jahr. Genauso wie die Beete. Aber das kommt alles noch. Das kommt, das kommt. So, da sind wir wieder. Das Gröbste habe ich euch gezeigt. Und noch eine Pyramide. Die hat meine kleine Gartenfee gezaubert. So, hier bin ich dabei umzupflanzen. Muss ich wahrscheinlich bis zum Herbst warten. Da ist noch Wein. Und dann sind da noch Birken und Weiden.
Die müssen auch irgendwo hin. Weil ich möchte ganz gerne hier ein paar Topfpflanzen hinsetzen, die ich an die Seite schieben kann. Weil ab und zu fährt man mal gerne mit dem Auto hier durch. Oder würde man gerne mit dem Auto hier durchfahren. Was ja im Moment nicht möglich ist. So, hier sind noch drei Kornelkirschen. Die muss ich umsetzen. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Die hatte ich eingeschlagen hinten am Wald, am Wasser. Und dann habe ich die irgendwie vergessen. Jetzt habe ich mir die geholt und peppel die erstmal wieder auf. Und dann muss ich mal gucken, wo die hinkommen. In den Gummistiefel, da habe ich Schnittlauch reingepflanzt. Und hier nochmal ein bisschen Schnittlauch. Ein paar Primeln. Die sind übrigens mehrjährig, die braucht man sich gar nicht jedes Jahr neu kaufen. Und nochmal Schnittlauch. Und hier ist nochmal Dost. Und hier ist nochmal gar nichts. Oh, ein kleines Baby. Ein Primelbaby. Und der hier, den habe ich mal gerettet. In einem Blumenhandel. Der war ganz klein. Da habe ich gefragt, ob ich den mitnehmen kann. Für 1 Euro durfte ich den dann mitnehmen. Doch, der ist schön gekommen. Da hinten steht auch noch einer. Waren insgesamt 6 Stück. 4 haben es nicht geschafft. Aber, naja, besser als gar keiner, ne? Die 2. So. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin losgegangen sind. So, das war's für heute mit dem Gartenrundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mich jetzt öfter mal bei euch melde und dass ich öfter mal Videos drehe. Ich hoffe, das gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und um keins zu verpassen, könnt ihr ja abonnieren, wenn es euch gefällt. Und dann schauen wir mal, was sich da so entwickelt. Videos über den Garten, Videos über Changing Mindset, Videos über ausgefallene Sachen, wie zum Beispiel Essig selber machen, das kennt ihr ja bestimmt, das Video. Oder diese Grillanzünder, immer wenn ich so Ideen bekomme, dass ich das dann auch wirklich ins Video umsetze, dass ich euch mitnehme auf meine Reise des Lebens, auf meinen eigenen Changing Lifestyle. Ich muss unbedingt abnehmen, das heißt, ich werde rigoros weiterhin meine Ernährung ändern. Ich werde versuchen, die Kilos runterzubekommen und dann auch ein bisschen mehr Sport treiben. Und ja, wenn ihr was zu lachen haben wollt, dann guckt euch die Videos an. Okay, bis dann. Tschüss.